Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es kein Part des Free-to-Play-Let's Plays, sondern ein Farm-Video. Denn ich hatte ja in dem letzten Part gefragt gehabt, ob ihr da eventuell auch Bock drauf hättet. Und so wie es aussieht, scheint das der Fall zu sein. Das ist die gute Stinkerbell, ist ein 80er Joker, trägt Level 70er Duels plus 12. Ich zeige euch auch noch mal ganz kurz das Set. Wie gesagt, das ist alles erkauft, selbst geerbt und mit investiertem Geld. Deswegen werde ich dafür auch wahrscheinlich eine neue Playlist anlegen, denn das gehört nicht mit in unser Projekt rein. Auf jeden Fall, was haben wir vor? Ich stehe hier vor dem 70er Dom, der 70er Inni. Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz nice, wenn wir schauen, was wir so in 2 oder vielleicht auch 4 Stunden ja, da so rausbekommen. Ja, ich würde sagen, die erste Runde werde ich euch komplett einmal mitnehmen. Wir brauchen natürlich zum Farmen zum einen eine Jägerlizenz. Die werden wir uns schmeißen. Ein HP-Erweiterer. Der ist aus dem CS-Shop und nicht im Gang. In-game gekauft, deswegen gibt er hier auch noch ein paar Mana-Punkte dazu. Und natürlich Amu, die brauchen wir auch. Und wir brauchen eine Gruppe, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir laden uns mal eben selbst in die Gruppe ein. Wir können was hier machen. Starten wir auch direkt rein und wenn wir dann drin sind, schmeißen wir erst die Amu. An und für sich ist das Ganze hier ja schon etwas einfach, zumindest hier vorne gehalten. Der letzte Boss ist immer so ein bisschen schwieriger. Es sind 4 Fokalore, die man töten muss. Sie spawnen unterschiedlich, das heißt, nicht immer im ersten Raum ist die gleiche, nicht immer im zweiten Raum und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt hier gerade noch dann rausschneiden muss. Also wenn es zwischendurch ein bisschen abgehackt sein sollte, tut es mir leid. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir es schaffen werden, eine Karte rauszubekommen. Ich persönlich habe mir hier auf dem Char schon alle Karten erfarmt. Das ist so im Moment mein persönlicher Farmchar für Karten, mit der ich gern alle Karten hätte. Deswegen ist auch hier der Schmuck aus den Belohnungen für die Karten. Wir sind endlich schnell. Yay! So, wir haben als erstes die Fokalore der Hitze, die Flammenfoka. Ja, dürften wir eigentlich recht gut packen. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr hier getroffen werdet, bekommt ihr einen Debuff, je nachdem, welche Foka das Ganze, ja, dann ist. Hier werden natürlich auch noch Nebenmobs spawnen, das heißt, es könnte zwischendurch etwas knapp werden. Aber ich denke mal eher weniger, bei der Foka haben wir echt Glück, also die ist echt relativ chillig. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es auch nicht allzu viel zu sagen hierzu. Ich denke, die ein oder anderen werden die Inni auch schon kennen. Nochmal ganz kurz, hier fallen Fokakarten in den kleineren Innis, was ich ja gern mit Akisha machen möchte. Da fallen dann die Citra-Karten und dann gibt es auch noch die größere Inni, die ist von 105 bis 120 und da fallen dann andere Karten von anderen Mobs und Mörsern und der Ananas, wie wir sie immer so liebevoll nennen. Und hier ist jetzt nichts dabei. Alles klar, dann geht's einmal raus. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch das Ganze jetzt immer so schön im Speed.
24 Runden später, die 2 Stunden sind um. Und wenn du bis jetzt noch dran geblieben bist, dann könnte es sich eventuell für dich lohnen. Aber hat es sich erstmal für uns gelohnt? Das wollen wir einmal schauen. Und zwar habe ich hier von dem größeren Raum, sage ich mal, bevor man zur Focalore kommt, einige Karten aufgehoben. Wie ihr seht, reichlich C-Karten. Die gehen allerdings aber für nicht mehr viel weg. Ich glaube, 2 bis maximal 5 Gold. Dann haben wir hier 2 A-Karten und 2 B-Karten. Die verkaufe ich meistens immer so für 20 Gold ungefähr. Ist aber allerdings auch schon eine Weile her, wo ich sie das letzte Mal verkauft habe. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt, denn wir haben tatsächlich eine einzige Foka-Karte. Und zwar die Focalore des Sturms, Karte 202 bekommen. Wie ihr seht, ich habe die schon registriert. Und deswegen dachte ich mir, wäre es doch vielleicht ganz cool, wenn zum Beispiel gerade jemand von euch neu anfängt oder so. Ein paar Gem bringt ihr auf jeden Fall noch. Ja, würde ich sagen, machen wir so eine Art kleine Ingame-Verlosung. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wieso ihr die Karte haben möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum Freitag, den 28. hättet ihr Zeit. Und dann würde ich die Person auslosen und dann würde ich mich bei dir melden, dass du dann die Karte bekommen kannst. Entweder registrierst du sie dir selbst oder du hast ein nettes Startkapital. Ja, so viel zu dem Thema. Dann gab es auch noch ein bisschen Schmuck, Level 80er Schmuck. Ja, bringt leider auch nicht mehr allzu viel. Im Moment habe ich echt gar keine Ahnung, wie die Preise sind von dem Schmuck. Und dann haben wir noch 2 Hüte bekommen. Der ist so, naja, und der hier ist schon nice mit 30 aus. Hätte ein bisschen mehr Guess sein können. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Und wenn ihr mögt, nehmt gern daran teil, an dem kleinen Gewinnspiel sozusagen. Denn ich möchte euch auch etwas Kleines wiedergeben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao!